Herzlich willkommen in meinem Herzenwerk-Orakel-Kanal. Hier ist die Roswitha. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Wochenendenergie. Wir haben schon wieder Freitag. Und ja, heute machen wir die dritte Verlosung von drei, insgesamt dreimal eine Spiegellegung, die es zu gewinnen gibt. Heute das dritte Mal. Alle, die gestern das Video kommentiert haben, sind hier in meinem Lostopf, in meiner Losschüssel. Und ich fange gleich an und schauen wir mal, wer heute die Spiegellegung gewonnen hat. Drück euch die Daumen allen und bedanke mich nochmal bei allen für die lieben Kommentare. Und also vielen, vielen Dank. Es macht wirklich Spaß und ich freue mich, dass ich euch Impulse geben kann und bin schon gespannt auf die heutige Legung. Schauen wir mal, wer hat denn heute gewonnen? Die Tanja Jeschke. Herzlichen Glückwunsch, Tanja. Bitte melde dich bei mir. Du hast eine Spiegellegung gewonnen. Meine Nummer steht unter der, also in der Infobox unter dem Video. Also melde dich bei mir gerne. Und ja, dann schauen wir uns deine Spiegellegung an. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und ja, ich bedanke mich bei allen, die mich da unterstützen auf meinem Kanal. Also vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch über alle neuen Zuschauer und bedanke mich nochmal bei allen, die mir Abo geschenkt haben. Also ihr seid toll. Dankeschön. Ja, und heute schauen wir uns eben das Wochenende an. Was erwartet dich am Wochenende? Was kommt auf dich zu? Mit was darfst du rechnen? Was ist vielleicht wichtig für dich zu wissen? Das schauen wir uns in der Kollektivenergie an. Das heißt, es ist, kann für viele gültig sein, kann für viele stimmig sein. Es ist aber auch möglich, dass es für dich nicht zutrifft, nicht stimmig ist. Das, bitte bedenke das einfach. Und ja, dann schauen wir mal mit dem Licht- und Schattentarot bei Chris Ann. Welche Energie kommt denn da am Wochenende so auf dich zu? Worum geht es da? Welche Energie bringt das Wochenende mit sich? Und ja, ich bin schon gespannt. Die nächsten zwei, drei Tage. Worum geht es da an diesem kommenden Wochenende? Oh, da haben wir jetzt drei Karten. Die Mäßigkeit, die vier der Münzen und die sechs der Stäbe. Vielleicht geht es hier, ich habe so das Gefühl, dass es hier um etwas geht. Du möchtest vielleicht an etwas festhalten mit den vier der Münzen. Da möchte man etwas nicht hergeben. Man achtet gut auf das, was man hat. Da geht es darum, die richtige Balance zu finden. Ja, damit da nicht so viel Druck entsteht. Die sechs der Stäbe, ja, das ist so die Siegeskarte. Also befreie dich vielleicht von Zwängen, wo du glaubst, an etwas festhalten zu müssen. Versuch da wieder in deine Balance zu kommen. Hör auf deine Intuition. Das sind so Engelsflügel im Hintergrund angezeigt. Und da geht es darum, in deiner Mitte zu bleiben, in deine Mitte zu kommen und ja nicht mit aller Gewalt an Dingen festzuhalten, die dir vielleicht nicht gut tun. Aber das hat gute Aussichten, denn mit den sechs der Stäben ist hier ja, so eine Zufriedenheit, eine positive Stimmung, da können sich Probleme lösen. Also vielleicht, wenn du auch an etwas festgehalten hast oder bisher an etwas festhältst, an alten Dingen, vielleicht geht es auch um Verlustängste in Beziehungen, dann darfst du hier damit rechnen, dass sich diese Probleme auflösen oder ja, leichter anfühlen. Und ja, mit der Mäßigkeit kommt da wieder Harmonie und eine gewisse Gelassenheit in dein Leben. Oder vielleicht bist du auch schon in so einer Stimmung. Und jetzt schauen wir mal mit dem Epic Light Lenormand von Kathleen Bergmann, was das denn für dich bedeutet. Also erstmal so allgemein. Na, also das ist heute irgendwie, ich weiß schon, ich habe sonst immer die Mondnacht-Lenormands, Moment mal.
Ach nee, die sind nicht vollständig. Also, ich nehme noch mal zwischendurch, sorry. Ich brauche noch mal zum Klären dieser allgemeinen Energie, nämlich das Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti, und hätte gerne noch zwei, drei Erklärungskarten auf die Hauptenergie, auf das Allgemeine. Und dann schauen wir weiter mit dem Epic Light Lenormand. Okay, also wir haben die Masken, wir haben den Anker und die Wege. Also ja, es kann sein, vielleicht hast du dir da etwas vorgemacht oder blickst jetzt tiefer, dir fällt auf, du hast da an Dingen festgehalten, geklammert, die dir vielleicht nicht gut tun, die dir Sicherheit vorgegaukelt haben mit dem Anker, vielleicht auch gewisse Abhängigkeiten, vielleicht hast du das Gefühl gehabt, dass du von gewissen Dingen oder Menschen abhängig bist, die dir Halt geben und Sicherheit? Es kann aber sein, dass du hier hinter die Maske blickst, dass dir etwas klar wird, dass sich da etwas zeigt, und ja, da sind die Wege, also das, da wird es Entscheidungen geben. Vielleicht gehst du einen neuen Weg. Das muss auch gar nichts Dramatisches sein. Es kann einfach sein, dass du so eine kleine Kurskorrektur vornimmst in deinem Leben. Und ja, spannendes Wochenende, spannende Karten am Unterdeck, oder haben wir ein Gegenüber. Das kann jetzt ein Gegenüber sein, das kann dein Chef sein, deine Schwester, es kann aber auch Partner, Wunschpartner sein. Wir lassen das mal so stehen und legen mal auf die Seite hier, und jetzt schauen wir mal weiter für dich persönlich. Worum geht es da an diesem Wochenende? Wo hältst du an Dingen fest, die du glaubst zu verlieren? Und wo bist du unfrei auch? Ne? Dieser Anker, der hält ja an etwas fest, du hältst an etwas fest. Das ging schnell. Das waren mir jetzt aber zu viele, die mische ich jetzt nochmal. Ja. Wo hältst du also an Dingen fest? Was bedeutet das für dich persönlich? Für dich persönlich, dieses Wochenende. Was entdeckst du da? Wo machst du dir etwas vor? Worum geht es da? Mit diesen Abhängigkeiten. So. Da haben wir schon dich, da haben wir das Labyrinth und da haben wir die Blumen. Anscheinend, ja, bist du da vielleicht etwas auf einem Irrweg? Du weißt gerade nicht, ja, welchen Weg du gehen sollst, möglicherweise. Du bist in einer gewissen Ziellosigkeit. Am Unterdeck habe ich gerade den Reiter, also da geht es aber an diesem Wochenende vorwärts. Vielleicht merkst du da auch schon was, vielleicht. Du schaust doch auf das Labyrinth, dir ist es schon bewusst, dass du hier irgendwie verloren bist, du fühlst dich verloren, bist in einer Ziellosigkeit, weißt vielleicht nicht wohin, vielleicht gibt sich da etwas, tut sich etwas Neues auf, wo du merkst, ja, was ist jetzt, wenn ich an alten Dingen nicht mehr festhalte, wenn ich das loslasse, und da kommst du in eine gewisse Ziellosigkeit. Da fühlst du dich vielleicht hilflos, was mache ich dann, wo geht mein Weg hin? Ja, und dein Weg, du möchtest natürlich in die Harmonie kommen, du möchtest Liebe, Wachstum, Schönheit, also dass alles wieder schön wird, dass alles gut läuft in deinem Leben. Und das kann eben sein, dass es für den einen oder anderen hier an diesem Wochenende wichtig ist, sich über Ziele klar zu werden, über ja auch Dinge in deinem Leben, die dir vielleicht, die dir anhaften, die dich belasten. Vielleicht wird dir da auch erst etwas offenbart oder dir wird etwas bewusst und stellst fest, Mensch, das brauche ich gar nicht in meinem Leben, das kann ich loslassen, und schon kommst du in eine leichtere Energie, du fühlst dich erfolgreich, du fühlst dich als Herrin oder Herr in deinem Leben und kannst endlich Entscheidungen treffen, um in Wachstum, Harmonie und Liebe, Selbstliebe zu kommen. Sehr, sehr schön. Also da geht auf jeden Fall was voran.
Und jetzt schauen wir doch mal, was in der Liebe auf dich zukommt. Was ist an diesem Wochenende wichtig in der Liebe? Wo bist du denn da? Ich höre schon die ein oder andere unter euch, ich habe keine Geduld mehr. Wir haben den Tee, die Teekannen, ja, was haben wir noch? Den Klee, das Kreuz und den Salon. Okay, am Unterdeck haben wir das Haus, also Basis, Fundament, Zuhause. Es kann sein, dass es hier um häusliche Themen geht, wenn du in einer Beziehung bist, in einer Ehe, einer Partnerschaft. Dann geht es vielleicht hier um das Zusammensein, dass man miteinander redet, vielleicht gemütlich beim Tee, Kaffee. Man ist hier geduldig. Mit dem Klee heißt es ja immer auch das kleine Glück. Also die Situation könnte hier besser sein, könnte verbessert werden. Es ist hier irgendwie eine Belastung mit dem Kreuz, es ist eine Aufgabe. Die Aufgabe ist es vielleicht wieder mal, das haben wir schon des Öfteren in den letzten Legungen gehabt, eben zu kommunizieren, sich auszutauschen, dass diese Geduld, die man miteinander hatte und die du mit deinem Gegenüber hattest oder er mit dir, je nachdem, es ist eine allgemeine Legung, dass die sich auch auszahlt, dass diese Aufgabe auch mal angegangen wird. Aber es kann sein, dass man hier den richtigen Weg findet. Also es kann sein, wenn du dir darüber klar wirst, was möchtest du nicht mehr in deinem Leben haben, was belastet dich, wo fühlst du dich nicht verstanden auch oder wo hast du das Gefühl, dass man dir was vormacht. Vielleicht hast du eine Erkenntnis irgendwann und da geht es dann in der Liebe darum, das mal auszusprechen. Auch wenn es vielleicht schwierig ist, ja, aber es wird euch auf jeden Fall weiterbringen. Und ja, mit dem Sechs der Stäben, das ist ja so die Siegeskarte, also da, und da geht es ja auch um Tatkraft und vielleicht wird es auch temperamentvoll, ja, also vielleicht kannst du auch spontan mit einem Treffen rechnen, also was dann nochmal dich überraschen wird, vielleicht bist du auch damit mit einem spontanen Treffen gerade überfordert, ja, dann schnauf durch, trink mal eine Tasse Tee und gebt euch die Zeit, also auch für das Gespräch oder bestimm du, wann das Treffen stattfinden soll, wenn du da momentan irgendwie überfordert bist, erstmal in deine Mitte finden musst. Wir haben ja auch die Mäßigkeit, das darf man nicht vergessen. Hier geht es auch darum, in dieser Zeit, wo es um Abhängigkeiten geht, die man aufzulösen hat, was man vielleicht loslassen darf, dass man das aus seiner Mitte heraus feststellt, entscheidet und dann weiter vorangeht. Denn wenn du in einer emotionalen Schieflage bist, dann kannst du meiner Meinung nach kann für jeden anders sein, aber meiner Meinung nach kann man dann keine vernünftigen und Entscheidungen treffen, die dann auch Bestand haben. Also ja, deswegen komm zur Ruhe, versuch deine innere Balance zu halten und oder zu erreichen. Löse dich von Dingen, die dir nicht gut tun, wo du festgehalten hast, vielleicht auch an Strukturen, Traditionen, an Dingen, wo du vielleicht drüber nachdenkst, Mensch, kann ich das vielleicht anders machen? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du mit meinen Worten was anfangen kannst. Wir schauen mal weiter. Also es kann hier ums Häusliche gehen, vielleicht in einer Partnerschaft schon. Es kann auch darum gehen, habt ihr eine gemeinsame Basis, eine Zukunft? Vielleicht auch, wenn es schwer ist mit dem Kreuz, aber es ist hier vielleicht auch schicksalhaft bestimmt, dass da eine Chance gibt, zusammen zu sein und dass möglicherweise, vielleicht gibt es auch Dinge, die dich bisher daran hinderten, auf diesen Menschen zuzugehen, diesen Weg zu gehen, aber da sind die Chancen gut, dass du hier das Beste für dich rausholen kannst. So, und als letztes hätte ich noch gerne eine Botschaft für dich, ganz persönlich aus der geistigen Welt, was ist noch wichtig für dich? Was darfst du noch für die
wirklich beachten. Kommunikation, die Botschaft. Da haben wir die Botschaft schon. Vielleicht auch hör auf deine innere Botschaft, deine Intuition, deine Gedanken. Ja, vielleicht darfst du auch Sorgen, Ängste abschließen, das Kapitel der Sorgen und Ängste zumachen. Geheimnisse dürfen auch offenbart werden. Aber ich glaube, es geht hier darum, deiner Intuition zu vertrauen, deiner inneren Stimme, deiner, ja, auf Impulse zu hören. Ja, und da vielleicht auch ein neues Kapitel, ein altes abzuschließen, ein neues anzufangen. Das alte hinter dir lassen, das Schwere hinter dir lassen. Und ja, da haben wir die Routen. Da geht es ja um Zweifel, Streit, Konflikt. Also möglicherweise ist dieses Wochenende sehr gut dafür geeignet, dass du Dinge bereinigst, dass, da gibt es Aussprachen, dass du auch für dich selbst Dinge bereinigst. Ziellosigkeit, ne? Wo willst du hin, den alten Ballast, den alten Müll rausschmeißen, vielleicht fegst du mal die Wohnung durch, vielleicht machst du einen Großputz jetzt nach Ostern, wenn die Verwandtschaft da war und so und möchtest jetzt wieder mal so einen Frühjahrsputz machen oder so, dann ist das vielleicht auch die beste Gelegenheit, man fühlt sich dann gleich wieder leichter und irgendwie freier, es ist was bereinigt. Ne? Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like, einen lieben Kommentar oder ein Abo da. Freut mich wirklich sehr und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich nochmal bei allen, die mitgemacht haben bei den Verlosungen und ich möchte nochmal die Gewinner sagen. Also herzlichen Glückwunsch nochmal Schmitti68, Antonia Schröder und die heutige Gewinnerin Tanja Jeschke. Bitte meldet euch bei mir für eure Spiegellegung. Dann alles Liebe und ach ja, und mein Osterspecial endet heute am 14.04. Auch wenn ihr heute noch bucht, ihr bekommt auf jeden Fall eure Legung für 39 Euro. Und es kann aber ein bisschen dauern, ein paar Tage. Deswegen, also falls ihr das noch nutzen wolltet, dann schreibt mir gerne eine WhatsApp oder schickt mir eine Sprachnachricht. Ja, ich freue mich. Ansonsten, ja, ein tolles Wochenende. Entspannt euch, genießt die Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.